Guten Tag, hier ist das Bürgerfernsehen TV Radio Grimm. Wir für euch. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Heute drei Beiträge. Wie kommen wir sicher über die Greifswalder Straße? Ende des Dornröschenschlafes der Kapelle in Kaschow. 1819. Erste Seniorenwohngemeinschaft in Grünen. Wir stehen an der Greifswalder Straße vom Kinderkahn der Kindereinrichtung. Wir haben das Problem, wie kommen wir hier gefahrlos über die Straße bei diesem Verkehr? Wir erwarten den Bürgermeister mit Mitarbeitern der Stadt. Ich gehe davon aus, dass das Bauamt vertreten sein wird und das Ordnungsamt. Sie sind Ordnungsamtschef? Alles, was nicht klappt und teuer ist, das bitte. Hallo, Tag. Hier oben irgendwo wohnen. Ja. Und jeden Tag. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie oft Sie hier langfahren, stets und ständig über die Straße zu kommen. Ich gehe morgens mit Fiete. Im Kindergarten, das dauert ewig und ist natürlich auch immer ein Problem. Man bleibt ja nicht so lange stehen als Kleinkind, dann ist er natürlich wackelig. Das ist immer so ein kleines Problem, dann rüber zu laufen. Und wenn Autos kommen, die bremsen ja auch nicht ab. Ne? Manche geben ja nochmal extra Gas. Also, ich bin ja nur Tagesmutti und ich gehe hier tagtäglich lang und muss auch öfters über die Straße. Und es ist nicht in Ordnung, dass man hier stets und ständig fast eine Viertelstunde hier an der Straße steht, um mit den Kindern rüber zu gehen. Also es ist echt ein Risiko, weil du kannst die Kinder ja auch nicht anbinden. Ich frage mal Bauamt, ob sie eine Variante sehen oder was sie prüfen können. Also ja, wir werden die Anregung prüfen. Ne? Ob man überlegt, hier an dieser Stelle gegebenenfalls, sage ich mal, eine Fußgängerfuhrt, Geschwindigkeitsbegrenzung, Ampelanlage. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Mhm, genau. Wir müssen nur so ganz klein bisschen nochmal dazu sagen, das ist hier eine Landesstraße. Dafür ist ein zuständiger Straßenbahn. Und Straßenbahn werden wir uns in Verbindung setzen und werden gucken, was können wir jetzt hier gemeinsam mit dem Straßenbahn machen. Also es ist nicht so ganz die Entscheidungskompetenz nur der Stadt Grimm. Und, ja. Meine boshafte Bemerkung, aber das sind unsere Kinder. Das delegieren wir nicht an Straßenbahn. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir kümmern uns darum. Aber trotzdem haben wir Behörden, mit denen wir das abstimmen müssen. Ne? Also wir kümmern uns schon um unsere Kinder und unsere Einwohner. Ich glaube, so kennen Sie uns ja mal. Und die Zeitschiene? Also wir werden das kurzfristig anleiern. Aber ich
vermag jetzt zur Schaltschiene nichts zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Druck hat. Also ich denke auch, das Problem wird sein, wir müssen mit dem Straßenmeister erstmal Kontakt aufnehmen. Und das ist natürlich auch ein recht aufwendiges Verwaltungsverfahren innerhalb des Straßenbaus. Genehmigungs- und Abwägungssache dauert da relativ lange, aber ich denke mal, wir werden kurzfristig Kontakt aufnehmen und da muss man einfach, was auch ganz gut wäre, was Sie jetzt auch schon so an Willensbekundungen haben, dass Sie uns das mal zur Verfügung stellen, auch als Rechteinhaber, beziehungsweise als jetzt auch Problemehaber, natürlich genauso gefragt. Können wir Dienstag was aufschreiben, ne? Was wir auf jeden Fall nochmal machen können, ist, dass wir uns nochmal mit dem DRK-Heim hier in Verbindung setzen. Ja. Da haben wir ja auch sozusagen ältere Leute mit Problemen, die hier die Straße queren. Das werden wir vielleicht, das werden wir nochmal in das Paket mit reinpacken, ne? Genau. Dass das sozusagen nochmal deutlich wird. Nee, ich wollte bloß fragen, es wird ja regelmäßig überall Verkehrszählung gemacht und so weiter, ob das hier einfach schon mal gezählt wurde, ob da irgendwie... Der Straßenbeamt wird mit Sicherheit hier auch Zählung haben. Okay, kann ich mal nachfragen bestimmt, ne? Ja, man, also ich würde auch einfach vorschlagen, weil wir ja die Zeitschiene angesprochen haben und nicht so konkret die Zeitschiene benennen konnten, wir werden sie einfach auf dem Laufenden halten. Ja. Mit wem haben wir gesprochen, was können wir machen, wann können wir was erreichen, dass sie da auch wissen, wo wir arbeiten. Aber zur Illustration, das ist ja jetzt eigentlich eine verkehrsarme Zeit. Also in der Beziehung ist das auch wohl die zugelassene Geschwindigkeit. Also 30 Minuten. Weil es hält sich da in der Regel da wenig dran. Weil es geht ja wirklich um die Sicherheit. Und oftmals ist es so, als jetzt bin ich Kraftfahrer. Ne? Oftmals hat man den Eindruck, dass die Dinger dann auch durchlaufen, um Geld einzusparen. Ich find, da muss man den. Da muss dann man hätten wir das Geld von der Ampel zusammen. Als Kraftfahrer muss man sich letzten Endes dann auch die große Sinn und machen. Und man will es ja auch einhalten. Und so sehr den Zebrastreifen. Damit wir endlich wieder mal pünktlich in den Garten kommen und nicht 10 Minuten warten müssen, bis wir über die Straße gelangen. Vertreter der Stadt verabredet, um miteinander zu überlegen, wie die Verkehrssituation in der Greifswalder Straße so gestaltet werden kann, dass gerade auch Kinder, aber auch Ältere gefahrlos über die Straße kommen. Von der Stadt war dabei, vom Bauamt Frau Hübner und vom Ordnungsamt Herr Niedermeyer. Ameisenhaufen. Immer rein mit der Schippe, jawohl. Der Winter war zu gut.
Das Märchen von Dornröschen erzählt, dass die Prinzessin von der bösen Fee verzaubert in einen tiefen Schlaf sinkt. Nach 100 Jahren erwacht sie zu neuem Leben. Ein mutiger Prinz küsst sie wach. Der Dornröschenschlaf der Kapelle in Kaschow dauert sicher keine 100 Jahre. Nun geht er zu Ende. Am 17. Mai, am Himmelfahrtstag, wird die kleine Kirche um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst wieder feierlich eingeweiht. Der Prinz, der sie zu neuem Leben wachgeküsst hat, ist Pfarrer im Ruhestand Jürgen Eggert aus Hohenstein. Wir hoffen, ihn in einer weiteren Sendung vorstellen zu können. 1819 ist die erste Seniorenwohngemeinschaft im Grimm belegt. Seniorenwohngemeinschaft sind also nicht Erfindungen des 20. oder 21. Jahrhunderts. Eine Ordnung für die Kirchenbude von 1819 macht deutlich, dass die Kirche das Gebäude in der Schulstraße errichtet hatte, um mehreren betagten Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren letzten Lebensabschnitt miteinander zu verleben. Für die Bewohner dieses Hauses galt eine Hausordnung, würden wir heute sagen, eine Ordnung, die sie wieder entschlüsselt haben. Daraus lesen wir drei Paragraphen vor, die uns ganz wichtig sind. Paragraph 1. Das Kirchenhaus ist zu dem Zwecke von der Kirche aus ihren Mitteln erbaut worden, damit vieljährige bejahrte Einwohner dieser Stadt darin bei einer geringen Miete ihre letzten Lebenstage in Ruhe und Frieden christlich verleben mögen. Paragraph 2. Sollten alte Männer und Frauen zu ihrer Unterstützung und Handreichung die stete Beihilfe einer jüngeren Person bedürfen, so soll ihnen das gestattet sein, selbige bei sich in ihrem Zimmer aufzunehmen. Doch steht einer solchen jungen Person bei dem Absterben der Alten durchaus kein Recht zu, ferner Einwohnerin dieser Stube zu bleiben, sondern wird sie vielmehr beim Ablauf des Sterbequartals sogleich das Kirchenhaus zu räumen haben. Paragraph 9. Jede Stube wird auf Kosten der Kirche alle 2 Jahre ausgeweist, sowie überhaupt die Kirche alle Hauptreparaturen am Hause und Stalle zu bestreiten hat. Werden jedoch aus Unvorsichtigkeit Fensterscheiben zerstoßen, so muss diese der Täter sofort wieder einsetzen lassen. In dieser Ordnung wird die soziale Verantwortung der Kirche sehr deutlich. Die Ordnung entdeckt Herr Turo bei seinen Recherchen zur Geschichte dieses alten Hauses. Sie entziffern die alten Schriften und machen sie für Interessierte lesbar. Wissen Sie, wo der Name Kirchenbuden herkommt? Also auf diesem Grundstück, wo jetzt bis heute dieses Gebäude steht, standen früher 3 kleine Häuschen, die vor diesem Neubau baufällig wurden bzw. teilweise abgebrannt sind. Und das waren wirklich ganz kleine Fachwerkhäuschen, wo dann eben nur eine Stube drin war und eine Kochmöglichkeit drin war. Und ich denke, daher kommt eben dieser Ausdruck Kirchenbude, weil eine Bude ist ja ein kleines Gebäude. Dieses Gebäude ist zwar dann größer, aber das ist dann wohl damals mit übernommen worden. Und die Zimmer waren wirklich nur kleine Buden? Die Zimmer waren wirklich nur kleine Zimmerchen, ja. Sind aber auch in diesem größeren Gebäude auch nicht viel größer geworden. Und ich denke, deshalb ist das auch als Kirchenbude immer wieder bezeichnet worden. Das Haus ist ja, also die Kirchenbude ist eines der ältesten in Krim. Ja, also diese Kirchenbude, die 1819 gebaut wurde, dieses Fachwerkhaus,
ist im Prinzip eins von drei Fachwerkhäusern, die in Grimm heute noch stehen. Und meines Wissens ist diese Kirchenbude die letzte, die wirklich seit 200 Jahren im Originalzustand erhalten ist. Heute steht es unter Denkmalschutz. Das Haus ist seit einigen Jahren im Privatbesitz. Es wäre schön, wenn nachfolgende Generationen dieses Stück Stadt- und Kirchengeschichte auch weiterhin erleben können. Für den Mai ist die nächste Magazinsendung geplant. Wir sind neugierig auf Ihre Kommentare. Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.